So, ein neues Video. Wir sind also immer noch bei der Aufgabe. Was heißt, wir sind immer noch? Wir haben jetzt bloß gesagt, wir fangen ein neues Video an. Es geht darum, hier eine Formel für R-Gesamt aufzustellen. Also man sollte ja R-Gesamt ausrechnen und da habe ich jetzt als erstes die Reihenschaltung hier genommen und so aufgeschrieben und dann die Reihenschaltung genommen und so aufgeschrieben und dann diese beiden Reihenschaltungen sind ja gegeneinander eine Parallelschaltung und dann die beiden Sachen halt von hier oben und dann als parallel aufgeschrieben. Wunderbar. Genauso macht man's. Sehr schön. Und jetzt nächste Aufgabe. Ich mal mal eine hin. Ich mache nochmal Pause bis dahin. Und dann seid ihr wieder dran. Hier haben wir die neue Aufgabe. Ich habe jetzt einfach mal rundrum nummeriert. Hier A1, 2, 3, 4, 5, 6. Bin dann in die Mitte gegangen. Wie gesagt, kann jeder selber machen, wie er will. Und R-Gesamt ist wieder gesucht. Na denn, ihr seid dran. Damit es ein bisschen leichter wird, weil das Ding doof aussieht, weiß ich. Man sieht das vielleicht nicht, dass R2, 3, 4 ist eine Reihenschaltung, dass die aber parallel zu R6 liegt. Jetzt habe ich mal, man sagt dazu auch, ein Ersatzschaltbild gemalt. Das heißt, ich habe R2, 3, 4 gleich zusammengefasst als einen Gesamtwiderstand. Und jetzt sieht man eindeutiger, dass der neben R6 liegt, ne? Parallel dazu. Und das müsste man eigentlich erkennen, dass dieser ganze Kram, aber dazu könnte ich auch noch ein Ersatzschaltbild machen. Das möchte ich jetzt noch nicht verraten. So, gleich kommen wir zur Auflösung. So, also eigentlich sollte man mit R234, also mit der Berechnung der Reihenschaltung beginnen. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen vergessen, deswegen habe ich es nochmal nachträglich hingeschrieben. Und dann habe ich jetzt hier, also das ist dies hier, die Reihenschaltung. Und jetzt habe ich noch die Parallelschaltung hier dargestellt, weil R6 ist ja parallel zu R234. Und die gesamte Reihenschaltung, also das ist ja dann zusammengefasst, und die gesamte Reihenschaltung ist ja dann R1 plus R6, 2, 3, 4 plus R5. So, jetzt habe ich hier eine eigentlich ganz leichte Schaltung ganz hässlich hingemalt. R-Gesamt ist gesucht und dann legt mal los. Es gibt wieder Meriten zu verdienen. Also R-Gesamt ist gesucht, ne? Die Schaltung sieht deswegen ein bisschen blöde aus, ne? Weil ich letzten Endes hier außenrum den Anschluss gezogen habe. Ich könnte das Ganze um 90 Grad drehen, dann wird es vielleicht leichter. In solchen Fällen dreht man einfach mal das Heft. So, der Trick bestand in folgendem. Ich habe hier eine Reihenschaltung aus den beiden und ich habe hier eine Reihenschaltung aus den dreien und beide zusammen liegen parallel zueinander. Also, das heißt, ich muss schreiben, R1, 2 ist gleich R1 plus R2 und ich schreibe R3, 4, 5 ist dann R1 plus R3 plus R4 plus R5. Und beides zusammen parallel ergibt 1 durch R gesamt ist gleich 1 durch R1, 2 plus 1 durch R3, 4, 5. So, jetzt hätten wir, und da gab es einige, die hatten das. Schön. Jetzt erfüllen wir diese Schaltung mal mit Leben und rechnen jetzt mal ganz konkret für folgende Werte aus. Also, gegeben ist diese Schaltung. Und wir machen das jetzt mal hilfsweise und zwar R1 gleich 1 Ohm, R2 gleich 2 Ohm und so weiter bis 5 Ohm und dann insgesamt den Gesamtwiderstand. Also ich schreibe das jetzt mal hin, mache aber Pause. So, ich habe das jetzt nochmal schnell hingeschrieben. Also einfach mal spaßenshalber der Reihenfolge nach. R1 ist 1, 2, 3, 4, 5 Ohm durchnummeriert. Das macht man in der Praxis so natürlich nicht, aber das ist jetzt zum reinen Rechnen üben mal ein Spaß. Gesucht ist R gesamt, rein rechnerisch. Lösung haben wir eigentlich hier schon im Ansatz. Das heißt, wir können hier direkt einsetzen und loslegen. Ich empfehle erst R1, 2 und R3, 4, 5 zusammenzurechnen und dann die Gesamtwerte hier unten einzusetzen. Na denn. So, das haben wir alle ausgerechnet. Wir haben gesagt R1, 2, 3 Ohm und 3, 4, 5 ist 12 Ohm. Demzufolge in diese Formel hier eingesetzt. Hier in diese eingesetzt.
Dann ergibt sich diese Rechnung. Erstmal einsetzen ist leicht, das schreiben wir bloß hin. Jetzt mussten wir einen gemeinsamen Nenner finden, der war hier leicht, nämlich Drittel, Ohmtel und Zwölftel Ohmtel, nehmen wir Zwölftel Ohmtel, haben erweitert. Jetzt erstmal zusammenrechnen, jetzt ist das Stürzen erst erlaubt, nicht eher. Machen Schüler gerne mal andersrum. So, wenn ich das jetzt gestürzt habe, diesen Term hier, diesen und diesen, dann habe ich 12 Ohm durch 5, also 2,4 Ohm. Seltsam, 2,4 Ohm, da denkt man, Mensch, der ist ja geringer. Ich habe ja 3 und 12 Ohm. Naja, eigentlich liegt es bloß daran. Ich habe hier 3 Ohm und hier habe ich 12 Ohm. Und trotzdem ist er noch geringer als 3 Ohm. Warum? Ganz einfach. Denken wir nochmal daran, wenn die Elektronen losfegen, dann sagen die, tralala, wir gehen zum Beispiel hier los. Wir haben hier zwar 3 Ohm zu überwinden, aber das ist nicht schlimm. Und die anderen sagen, wenn ihr euch hier mit den 3 Ohm rumplagt, ein bisschen Weg ist immer noch für uns, obwohl es 12 Ohm sind. Hier hinten vereinigen sie sich wieder. Also wir haben hier zwei verschiedene Stromflüsse. Einen relativ wenig gebremsten und einen gebremsteren, wenn man das so mal nett in menschlichen Deutsch sagen möchte. Und daher ist er immer noch geringer als 3 Ohm. Der grüne bildet insgesamt 3 Ohm. Aber da es hier noch einen Hilfsweg gibt, ist der Gesamtwiderstand geringer. Das bis dahin erstmal. Gut, wir lassen es jetzt bis dahin. Jetzt kam die Frage, sind 2,4 Ohm viel? Ich habe das mal mit so einer 6-Volt-Lampe hier verdeutlicht. 2,4 Ohm lassen so eine 6-Volt-Lampe schon ein bisschen dunkler werden. Aber 50 Ohm ist dann schon für so eine arme 6-Volt-Lampe. Drastisch. Wir werden uns jetzt gleich im nächsten Video nochmal mit solchen Schaltungen beschäftigen. Jetzt nicht mit den ganz großen, sondern erstmal kleinen Randtasten und mit den Spannungen. Das machen wir aber morgen ausführlich. Also es geht praktisch hier an der Stelle, wird jetzt hier wieder ein Vermerk sein auf das nächste Video zu diesem Thema. Aber andererseits kann man bei YouTube ja auch wunderbar suchen. Da geht es also darum, wie kann man auch Spannungen und Ströme mit der ganzen Sache nochmal ausrechnen. Dazu gibt es auch ein Gesamtvideo, aber in diesem ganzen Kreis Kirchhoffsche Gesetze in der Playlist kann man das finden. Ich mache das Video dicht.